Tür schon wieder zu. Oder was kommt? Also ich bin gerade so ein bisschen... Okay, dann wieder raus. Die Musik, denke ich mal, ist nur zur Irreführung. Mensch! Macht halt keinen Sinn, sonst wird die Musik ja noch laufen, wenn es eine Bewandtnis hätte, ne? Die ist jetzt aber komplett aus. So, und ich weiß tatsächlich nicht, was ich noch machen soll. Was ich noch machen müsste. Dass... Den Geist, dass wir den Geist noch kriegen. Das ist das Zimmer, wo wir angefangen haben. Toten Körper. Vielleicht das Skelett von oben? Weil in der Wanne lagen ja die Knochen. Vielleicht die, oder? Oder muss ich mich selber opfern? Ich weiß ja nicht, wo ich einen toten Körper herkriegen soll. Jedes Mal, wenn ich hier die Tür aufmache, geht irgendwo ein Glas kaputt. Die Alte hat gar keine Gläser mehr, wenn die so weitermacht. Und ja, hinter dem Bild, dass hinter der Mauer eine Seele oder irgendwas gelüftet wird. Hinter der Mauer. Welche Mauer meinst du denn? Wird mal die Knochen zuerst. Also gut, ich schnapp mir jetzt einen von den Knochen oder zwei. Nee, ich kann nur einen nehmen. Nö, alles gut. Aber das müsste ja dann eigentlich verschwinden. Und wir haben dir gesagt, dass du runterfallen darfst. Das haben wir auch gemacht, ja. Nein. Bin schon on the way. Hi. Das ist der. Müsste Junge, aber normalerweise müsste es schon beim Fallen lassen getriggert haben. Ja, eben genau deswegen. Kann also eigentlich auch nicht sein. Und die Dinger triggert mich auch ständig. Diese Wand macht mich irgendwie irre. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, ich muss da durch. Keine Ahnung, was das ist. Kannst dich nicht mehr erinnern. Nee, du willst mich selber machen lassen gehen. Aber wie? Weil ich kann sie nicht kleinhauen, das hast du ja gerade gesehen. Boah, Mann, ey, wie viele Gläser zerschmeißt die denn noch? What the fuck?
durchlaufen geht nicht mehr. Nicht mehr, ob ich von innen kam oder von außen nach innen. Boah, das mit dem Fenster, das war gerade auch. Okay, aber das hat jetzt auch keine neuen Erkenntnisse mehr gebracht. Ach, Mello. Oh Gott, lass doch das scheiß Teil ständig fallen. Ja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen blöde. Irgendwie. Wenn man sich dusselig sucht, wenn man eigentlich keine. War ich in dem Zimmer schon drin? Ja, da war ich drin. Und da war ja eigentlich nichts, ne? Da war ja die Matrosch. Auch nicht schon wieder. Hier stand ja nur die Matroschka drin, Moment. Und was passiert, wenn ich jetzt da durchlaufe? Fall ich dann runter? Bisschen verbuggtes Spiel, hm? Ja, schon irgendwie. Ich glaube, bei dir war es besser. Zumindest war da keine Tür auf einmal weg. So, okay, und wenn ich mich da hinstelle? Wow, das ist genau nichts. Hallo, ich bin hier. Einen toten Körper. Ich brauche einen Spirit. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr erinnern, was wir da gemacht haben oder was du da gemacht hast. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Und ich kann jetzt noch 10-mal durch die Räume laufen, dann werde ich trotzdem nichts finden. Oder? Habe ich noch irgendwo einen Raum übersehen, der nicht offen war? Also im Keller war nichts. Hier geht's im Spielzimmer. Und hier geht es wieder nach oben und da kommen wir aus dem Spielzimmer auf der anderen Seite. Das ist der Raum, wo wir angefangen haben. Und da geht es nur wieder in den Innenhof. Und da hinten in die Gasse rein, wo die Dinge sind. Dein Automod ist für ein Arsch. Verlässt meine Nachrichten nicht durch. Ich arbeite nicht. Cool. Toll. Wozu habe ich dann Stream Elements überhaupt eingefügt? Warte, an die Tür wahrscheinlich. Da, achso, das ist der Raum, da will ich nicht hin. Da geht's nach oben. Puh. Ja, Küche brauche ich nicht nochmal. Das ist Bullshit. Ich brauche nicht in die Küche. Und da ist das Glas wieder kaputt gegangen. Und Twitch, Herb, ich habe das doch angeschalten. Also, ich habe das doch aber an. Das weiß ich aber hundertprozentig. Also, ich weiß echt nicht, was ich jetzt machen soll. Da kommen wir nicht rein. Das ist die Küche. Da liegt der Ding quer.
Da hinten war ja nur die Matroschka, die mir da hinten runtergeklatscht ist. Okay. Aber wenn der Automod was blockiert, muss ein Mod den Text freischalten, den ich geschrieben habe. Na, ich kann nicht auf Twitch zugreifen gerade. Und Mod ist eigentlich Jana. So, das war die Küche. Also ich bin gerade tierisch überfragt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe echt keine Ahnung. Wir waren hier drin. Wir waren da überall drin, irgendwo, da hinten. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Auf dem Tisch beim Ritual. Okay. Ah, hier liegt noch der Knochen. Ich hab grad gedacht, der Hörer ist nicht da. Auf dem Tisch beim Ritual. Okay. Ein Aschenbecher. Buch. Noch ein Buch. Ja, das ist doch beim Ritual. Hier ist das Ritual. Ach, das da meinst du? Moment. Nö. Ich kann jetzt zwar die Sachen abräumen, aber mehr passiert ja auch nicht. Könnten die Pizza nehmen. Das wäre zu einfach gewesen, wenn jetzt da was gelegen wäre, oder? Muss schon schwere Rosmarinast sein, ey, wenn der so knallt. Außer? Ja, aber die ist ja nicht tot, oder? Mich irritiert, dass die Türe verschlossen ist auf einmal. Die war vorher noch offen. Seltsam. Ich finde es komisch. Weil hier unten hatten wir ja eigentlich was. Das war ja der Kelch, den wir da hinten gefunden hatten. Vielleicht noch eine Matroschka. Deswegen war ich ja der Meinung, dass es das mit dem Lied zu tun hat, wo da vorhin gelaufen ist, aber das Lied ist ja jetzt auch weg. Was ist denn da unten? Kann man nicht. Nee, das ist nicht so ein Ding. Ich stelle mich selber hin, aber das bringt ja auch nichts. Geh mal ans Klavier und dreh mal das Bild um, das da drauf liegt. Okay. Meine Fresse, jetzt werf doch nicht ständig das Ding weg.
Die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. Gute Zeit, die richtige Notiz. Okay. Chess Baby Chloe, gute Zeit. Die richtige Notiz, okay. Jetzt sind wir schon mal einen Hinweis weiter. Das heißt, wir müssen jetzt Notiz finden, die uns einen Hinweis gibt, oder wie? Ist nur die Frage, wo diese Notiz ist. Bringt es jetzt vielleicht jetzt was, wenn ich in das eine Zimmer gehe? Weil hier haben wir was gemacht, da haben wir was gemacht und jetzt haben wir das eine Zimmer noch, wo wir noch nichts gemacht haben. Da war nur der Fernseher auf einmal an und mehr war hier noch nicht. Vielleicht ist hier bei der Notiz hier was. Notiz, eine Notiz. So, je, nee. Schon wieder fangen. Lesen. Ich war drogensüchtig. Chloe, ich liebe dich. Okay. Aber auch nicht mir. Moment. Okay. Dies ist aber auch nicht. Will ich jetzt alle Notizen durchgehen? Souls und Bloodborne, Dark Souls 1, 2 und 3. Alle da hier. Oha. Okay. Ich habe einen Traum. Okay. Das ist wieder das Bild von dem Baum. Also ich muss die richtige Notiz finden und dann finde ich den Geist. Alles klar, aber was ist das für eine Notiz? Beim Wo? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Also wenn ich jetzt nicht sofort irgendwas finde, irgendwie notizmäßig, dann... Dann gucke ich. Das ist mir zu blöd. Also im Englischen übersetzt heißt es, the right note is the key to find the spirit. Ja, so ist es auch gemeint. Ach ne, das war ja nur diese Methadon-Beschreibung. Das heißt, ich brauche. Jetzt also spiel das Klavier bitte. Oh. Ernsthaft? Och komm, wer soll denn.
Da ist was aufgegangen, habe ich gehört. Ja, suche ich gerade. Ich sehe bloß nichts. Bin ich blind? Klavier sein? Ja gut, nee, das nicht unbedingt. Aber wo soll denn das sonst sein? Okay. Vielleicht das Bild? Komm ich dann. Oh! Moment. Ich brauche erstmal Mr. Axt. Sicher ist sicher. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ey! Frechheit. Oh, okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir den da ziehen müssen. Nee, ich gehe nicht auf den Dachboden. Das kannst du vergessen. Ist hier irgendwas, wo in dem ich noch was... oder so, irgendwie eine Matroschka oder... Ah, guck mal, da ist er. Drosti! Ah, da oben werden wir jetzt wahrscheinlich gleich vom Bösen überrascht, oder? Vor allem, wer hat denn hier bitte so eine Geheimtoilette? Hier gehen die Fußspuren durch. Guck mal. Da stand was. Oh, da ist es. Guck mal. Na danke, war ja klar. Hallo? Naja, jetzt ruft sie mich an, die alte Schabracke. Ah, okay, ich sehe schon. Du hast sie alle schon. Du musst jetzt gehen. Gehen jetzt. Ich will, glaube, es will dich holen. Ja, danke, ist in Ordnung. Also, Herr mit Feuer, Flammen. Komme ich gar nicht durch. Scheiße. Ich bin gleich down. Also wieder nach oben. Ja, lauf ja nicht so schnell, du findest dir wehtun. Ah, jetzt, das ist das Zimmer, guck mal. Darf ich bitte? Wo brennst denn? Ich muss nach unten, hat es geheißen. Das heißt, ich kann jetzt nach draußen, oder? Nein, bleibst du da. Okay, nö. Okay. Muss ich jetzt in Küche oder in den... rüber in den Ritualraum? Durchs Tor. Erstmal den Ausgang finden. Ja. Raus! Ich doch raus! Was war denn das? Das war... Nee. Was ist hier? Hier war es auch nicht. Nicht bescheuert? Ich meine, klar, sehe ich. Ja, natürlich. Raum ist ein Tor zur Hölle, da muss durch, glaube ich. Also du meinst, es müsste dann bis da sein, geht mal davon aus. Das hat mir wieder keine Angst, oder?
Ja, wir gehen nicht. Oh je. Alles klar. Willkommen im Nirgendwo. Ich springe einfach da runter. Ja, das macht doch jetzt keinen Sinn. Oder bin ich bescheuert? Ah ja, klar bin ich bescheuert. Guck dir doch die Sachen mal genau an, Mädchen. Schaut mich wirklich. Oh, lecker Knochen. Ach du Scheiße. Komm mal. Ich häng fest. Ich komme hier nicht mehr weg. Wo ist er hin? Ja, und du? Ist doch alles komplett verbuggt, alles, oder? Fang mich doch nicht, du blöde Kuh. Oh je.
Hab ich benötigt. Haben wir Chloe getötet. Oh je, je, je. Okay, ich wusste weitaus weniger noch von dem Spiel, als ich gedacht hatte, muss ich sagen. Ich denke, wenn diese Rätselpartie jetzt gerade zwischendrin nicht so langwierig gewesen wären, dann wäre ich auch noch mehr im Busen drin gewesen. Das war irgendwie total blöde. Ja, vielleicht hau ich es auf den Kanal, mal schauen. Dann habe ich die nächsten Tage ein bisschen was zu schneiden. Ja, aber ich finde das Spiel jetzt echt geil. Gut, vorhin mit der Wand. Ich habe mir die Augen zugehalten, weil ich ja wusste, was kommt, deswegen. Du machst aber Baba Yaga, die benutzt andere, damit sie ihre Kinder opfern. Ja, das ist ja. Ach, das macht Baba Yaga. Ja gut, so ist das halt. Nee, Download Twice, absolut geil. Wie lange habe ich jetzt gespielt? Gut, mit dem Rätseln hat es ein bisschen länger gedauert. 3 Stunden streame ich jetzt. Also sagen wir mal, gute 2 Stunden habe ich gestreamt. Habe ja schon allein 1 Stunde gebraucht, um alles einzustellen. Naja, so ist dem halt. Ach ja, so, und was kommt als nächstes? Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Aber das werde ich tatsächlich... Es macht tatsächlich doch noch Spaß. Ich hoffe einfach nur, dass ich meinen Rechner so schnell wie möglich machen kann. Und dass ich, andere Spiele auch noch spielen kann. Weil Visage habe ich ja auch noch, das möchte ich auch noch spielen. Ne? Ist auch ein Horror. Ne, ich weiß nicht, ob du das schon gespielt hast. Du hast, glaube ich, auch, soweit ich weiß. Naja, gut. Nein, Don't Knock Twice, ein absolut geiler Titel. Der ist absolut gut, auch wenn das mit dem Rätsel und Gesuche manchmal ein bisschen bescheuert ist, aber das ist ganz gut. Von daher, das Spiel nur zu empfehlen. Und falls ich es aufs YouTube raushaue, danke fürs Zuschauen. Danke für die Abos, die Likes, die ich nicht kriegen werde, die Likes, die ich auch nicht kriegen werde, aber egal. Und bis dahin, Adi, ciao, ciao.